Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und bevor wir so richtig reinstarten in diese Folge, zunächst einmal ein frohes Weihnachtsfest an euch alle. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit mit eurer Familie, mit euren Freunden, mit euren Liebsten, soweit es doch unter diesen etwas ungewöhnlichen Bedingungen möglich ist. Ich hoffe, ihr habt einfach ein paar schöne Tage. Und ich sitze jetzt hier gerade am ersten Weihnachtsfeiertag. Und was kann ich mir Schöneres vorstellen, als in die Weekend League reinstarten und euch daran teilhaben lassen. Das ist der Plan für diese Folge. Logischerweise Auftakt in die Weekend League. Aber es gibt auch noch meine Player Picks, die von den Belohnungen von der letzten Weekend League am Start sind. Und ich möchte auch noch über mein Team reden, denn das habe ich euch das letzte Mal ja vorgestellt. Und ich möchte gerne erzählen, wie es mir gefallen hat und wie ich es auch letztendlich gespielt habe. Denn das war mir ja auch noch nicht ganz klar. Aber wir fangen an mit einer Personalie, denn es gibt auch noch einen neuen Spieler in meinem Team. Das ist aber jetzt keine Verbesserung auf dem Papier. Dennoch möchte ich es einfach mal ausprobieren, denn es hat sich jetzt so ergeben, dass ich jetzt hier auch einfach mal in den Hype reinklaube, um das mal so zu formulieren. Denn ich werde jetzt in dieser Weekend League mal Nick Pope im Tor ausprobieren. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Ich habe das gar nicht so wirklich auf Twitter oder ähnliches gemerkt, aber ich habe gemerkt, wie inzwischen so viele meiner Gegner den Pope, den Torhüter, den 82er Torhüter in Tor spielen. Und jetzt war ich ja letzte Woche auch bei der Virtual Bundesliga Club Championship in Köln zur Übertragung. Der Fuki, ein richtig guter Spieler, ich glaube, der steht jetzt gerade bei 90-0 oder 120-0, also jede Menge 30-0 hintereinander in der Weekend League. Und der hat auch so gesagt, ey, das ist der beste Torhüter, weil der hat auch irgendwie so, wir haben über irgendwas geredet und dann meinte er so, ja, Pope hat das und das gemacht. Und dann dachte ich so auch, hä, du spielst den auch? Und er so, ja, das ist der mit Abstand beste Torhüter. Und entsprechend habe ich mir gedacht, okay, also wenn der das jetzt auch sagt, dann will ich es mal ausprobieren. Ich habe ihn mal irgendwann gezogen, ist ja jetzt auch kein Ding bei einem 82er. Und den werde ich jetzt in dieser Weekend League im Tor spielen. Ich habe vorher den Ederson in Form gespielt und der wurde verkauft, überteuert. Das kann ich mir auch mal kurz zeigen. Und nicht nur er, das ist halt relativ lustig. Ihr seht zum einen, der wurde mir jetzt zweimal inzwischen abgekauft. Der kostet eigentlich so 90, 95.000 Münzen. Und zweimal wurde er mir jetzt, ich glaube, in den letzten zwei Wochen abgekauft. Aber viel krasser ist eigentlich, ihr seht hier den einen Van Dijk, den habe ich euch das letzte Mal gezeigt. Und dann, ich glaube am Sonntagabend oder Montag, wurde er mir ein zweites Mal wieder für 100.000 Münzen zu viel abgekauft. Also das nehme ich natürlich auch gerne mit. Das sind einfach ein paar Münzen, mit denen ich dann auch mein Team weiter verbessern kann. Wollte ich auch kurz gezeigt haben. Dementsprechend gehe ich dann in diese Weekend League wieder mit einem neuen Van Dijk. Und ich muss entsprechend, das habe ich jetzt gerade ganz vergessen, ihr seht das, den habe ich ja wieder neu gekauft für 230.000 Münzen. Und er wird mir abgekauft für 320.000. Dem muss ich noch einen Shadow Chemistry Style geben. Da muss ich noch dran denken. Ich glaube, fürs erste Spiel geht das so klar. Bevor wir jetzt zu den Player Picks kommen, werde ich noch kurz über das Team reden. Und ich habe ja quasi jetzt hier einen Doppel-6 aus Sanchez und Bruno Fernandes. Wie auch immer er ausgesprochen wird. Bruno, ich bin ja dabei geblieben. Und dann habe ich auf dem Flügel, habe ich wirklich Neymar gespielt und im Sturm Joao Felix und Cristiano Ronaldo. Und da war ich am Überlegen so, eigentlich ist Neymar im Sturm schon richtig geil gewesen. Spiele ich ihn im Sturm oder Neymar? Und ich wollte einfach mal den neuen Joao Felix auch ausprobieren im Sturm. Und das war schon sehr, sehr, sehr geil. Also die beiden, die haben vorne schon richtig Spaß gemacht. Die haben wirklich Spaß gemacht. 32 Spiele, 39 Tore, 31 Torvorlagen. Ich glaube, dazu braucht man nicht viel sagen. Also das ist eine wirklich extrem starke Quote in einem Zwei-Stürmer-System. 39 Tore. Er ist natürlich nochmal der Kracher mit 45 Toren. Dafür auch weniger Torvorlagen. Aber die beiden, die haben wirklich extrem gut funktioniert. Joao Felix hat mir auch sehr, sehr gut im Sturm gefallen. Aber auch ein Neymar auf dem Flügel fand ich einfach brutal gut. Also der hat so viel da auch geliefert auf dem Flügel. Und ich finde auch Deulofeu auf dem Flügel war sehr, sehr, sehr stark. Also diese Karte dafür, dass man sie kostenlos sich erspielen kann, finde ich richtig gut. Also kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man irgendwie auch Ronaldo probiert einzubauen beispielsweise, ist das eine sehr, sehr gute Karte. Er hat jetzt hinten raus nicht so viele Torbeteiligungen, aber mir hat er wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und dann war ich noch ein bisschen skeptisch, was die Doppel-6 betrifft mit Renato Sanchez und hier Bruno. Und ja, das hat man doch auch gemerkt, finde ich, dass ich jetzt keinen klaren Abräumer hatte, also keinen wirklich Zweikampfmonster, so mit 76 Defensive und 72 Defensive sind beides jetzt nicht so die klassischen Abräumer. Aber
Ich finde, es ging. Es war absolut im Rahmen. Ich habe hier und da gemerkt, dass die defensive Stabilität fehlte. Aber es war irgendwie noch im Rahmen, denn ich habe eigentlich mit die beste Weekend League gespielt, die ich bis jetzt in FIFA 21 gespielt habe, denn ich habe erst im allerletzten Spiel leider Elite 1 gechoked. Ich bin 26-4 rausgegangen, habe leider das letzte Spiel gegen einen Pay-to-Win-Gegner verloren mit Ronaldo in Form, Hullet, dem 90er und einem weiteren restlichen sehr, sehr starken Team. Sehr, sehr bitter, weil auch zwei Tore einfach nichts mit Skill zu tun hatten, aber so ist es nun mal und damit habe ich dann im letzten Spiel leider nicht mehr Elite geschafft, Elite 1 geschafft, sondern nur ein 26-4. Das war bitter, aber ich greife diese Weekend League wieder an, hoffe ich doch, dass es ähnlich gut läuft, denn ich habe ja jetzt auch dann mit dieser Taktik hier durchgezogen, ne, die ich euch das letzte Mal gezeigt habe und das hat auch funktioniert. Einfach alles auf 10, 10, 10, 10. Es hat funktioniert. Es hat für mich Spaß gemacht. Es lief gut. Es war, wie gesagt, mit einer der besten Weekend Leagues, die ich bis jetzt gespielt habe. Kann auch am Team gelegen haben, aber ich war auch an sich mit der Taktik nicht unzufrieden. Und jetzt habe ich wirklich lange genug gequatscht. Wir kommen jetzt mal zu den Rewards. Und da schaue ich nochmal ganz kurz vorher auf das aktuelle Team der Woche, um mich selber auch nochmal drauf einzustellen. Ich habe es mir angeschaut. Aber ich muss jetzt selber nochmal auch gucken, wer von diesen Spielern für mich auch jetzt interessant wäre, mal zu ziehen oder als Player-Pick zu bekommen. Ich finde ja sehr, sehr stark, logischerweise. Ich denke, einer der besten Linksverteidiger, die man aktuell spielen kann, den Theo Hernandez hier. Und dann Kimpembe finde ich auch eine sehr starke Karte. Ist, ja, muss man schon fast sagen, aktuell fast ein bisschen zu langsam als Innenverteidiger, aber naja. Und keine Ahnung, ich fände auch so einen Lewandowski irgendwie cool zu bekommen. Benzema, naja, geht so und so, Ares, naja. Also wirklich eigentlich fast die beiden Franzosen hier, die sind mit die interessantesten als Linksverteidiger und auch als Innenverteidiger. Levi, den würde ich auch nehmen. So, dann checken wir die Rewards. Elite 2, wie gesagt, ist es gewesen. Schade, ich hätte richtig Bock gehabt auf Elite 1, aber es hat nicht gereicht. Ich werde meine weiteren Packs nicht aufmachen an dieser Stelle. Ich denke, ich werde sie wahrscheinlich jetzt dann auch anfangen aufzusparen für Team of the Year. Wir fangen an. Wir fangen an mit den Rewards und ich bekomme dann ernsthaft einen 89er gewerteten Spieler mit Suarez. Ihr wisst selber, das ist jetzt natürlich schon eine starke Karte, aber richtig spielbar ist der. Also der hat 92 Schießen, das ist auch so ein Ding, ne? 92 Schießen, das ist schon krass, aber 73 Tempo ist halt echt nicht sonderlich viel. So kann es aber gerne weitergehen. Wir bekommen hier Stindl, aber ob ich da jetzt einen 83er oder einen 82er nehme, ist dann auch egal. Wie sieht diese Karte eigentlich aus? Geht so. Ich nehme hier mal den Frankfurter, ja, den André Silva. Mal ausnahmsweise nicht den höchstbewerteten Spieler genommen. Und dann bekommen wir, wenn man bekommt immer wieder hier so einen Tritt in die Eier, dass man dann ausgerechnet den Spieler dann nochmal als besten im nächsten Pick bekommt. Gut, dann nehmen wir Bolat. So, das waren die Player-Picks und ich wusste ganz genau, warum ich daraus kein separates Video mache, weil das dann doch etwas dünn ist. Und damit sind wir jetzt quasi hier eigentlich durch. Entsprechend gehen wir jetzt hier in Full Champions rein. Ich werde jetzt noch ganz kurz gucken, ob ich einen Shadow Chemistry Style habe. Beziehungsweise ich werde jetzt hier noch... Ich werde kurz ein paar Anpassungen vornehmen und dann gehen wir gleich rein in das erste Spiel. Denn für diese Weekend League mache ich es dann zunächst mal am Anfang so. Ich will einfach mal schauen, dass ich Neymar im Sturm spiele und dafür dann Joao Felix auf dem Flügel. Will ich auch mal ausprobieren, ob das vielleicht nochmal ein bisschen besser ist, denn es wäre eigentlich meine Vermutung, aber es hängt auch ein bisschen davon ab, denke ich, wie sich Joao Felix auf dem Flügel schlägt. Denn er hat mir im Sturm gut gefallen, Neymar hat mir auf dem Flügel gut gefallen. Warum sollte man es tauschen? Ja, eigentlich nur, wenn es dann andersrum einem noch besser gefällt. Das ist eigentlich so der einzige Grund. Oder, ja, Neymar muss halt bedeutend besser im Sturm sein als Joao Felix, damit das dann da nochmal irgendwie besonders viel Sinn macht. So, entsprechend werden wir dann, also ist jetzt diese Weekend League, aber wäre so der Plan, der Test für Joao Felix auf dem Flügel, während sich der Gegner hier schon ganz gut durch eiert, sag ich jetzt mal. Oh, das ist ein schwerer Ball. So, Joao Felix jetzt hier auf dem Flügel. Gucken wir einfach mal mit dem Bridge. Ja. Oh, Neymar, ja, schreibt jetzt mal direkt hier ein Bewerbungsschreiben, warum er häufiger im Sturm spielen sollte. Sehr, sehr nice, wie er den dann auch sicher im Tor unterbringt. Vorher mit dem Elastico hat auch gut funktioniert. Gegner hier mit Freeze-Aua.
der wirklich eine sehr starke Karte bekommen hat. Hier bei der Freeze Promo jetzt mit einer der besten SBCs, die man so. Guter Ball. Das war stark. Das war ein X-Ball, ne? Das ist halt immer echt so das Nervige. Aber Sanchez hat, finde ich, auch einen besseren Eindruck gemacht als die 76 Def, die auf seiner Karte stehen. Oh, das hätte das zweite Treffer sein können. Wenn sie sich vielleicht Player Lock einsetzen. Ach Mensch, wo willst du hin? Aber er hat halt Abwehrbelaufen drin auch als Anweisung. Dann hat er da halt so einen Offensivdrang. Ja, das könnte jetzt gefährlich werden. Oh, habe ich ein bisschen Glück. Der ist auch drinne. Hab den Abschluss jetzt nicht sonderlich schön gesetzt, das sage ich ganz ehrlich, mit den Übersteigern oder aus den Übersteigern heraus direkt den Abschluss zu machen. Eigentlich hätte ich nochmal einen Schritt klar machen müssen, damit das, ich glaube, mir eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit gehabt hätte. Aber ein Ronaldo ist nun mal auch staubtrocken vom Tor. Und deswegen macht er den dann trotzdem rein. Aber ich habe das Spiel gut im Griff. Wird schwer für den Gegner. Mal schauen, ob das ein Einwurf für den Gegner ist. Ja, ist der Fall. Ich habe inzwischen, wie ihr vielleicht auch seht, bin ich mit Real Madrid-Trikots am Start. Denn... Das ist der nächste Treffer. Gegner geht auch raus. Denn es hat einfach nicht funktioniert. Nicht nur mit den SK Gaming-Trikots, sondern auch mit dann anderen Trikots von dieser FIFA Global Series, mit anderen Clans oder Organisationen, gab es immer wieder Probleme, dass die Trikots dann einfach gewechselt haben, obwohl ich sie halt auswähle. Ne? Das ist ja wirklich der Punkt. Ich wähle Trikots aus und es werden dann in-game einfach andere Trikots angezeigt. Und das immer wieder. Und ich hatte dann auch mal ein Spiel, wo es fast weiß gegen weiß war, was halt echt nicht so einfach war. Nur die Stutzen waren irgendwie eine andere Farbe oder sowas. Und dann habe ich mir jetzt dann halt gedacht, okay, gehst du auf Nummer sicher. Und einige fragen mich auch nach diesem EA-Trikot, was ich da habe, dieses schwarze. Ich glaube, es heißt Luna-Trikot oder irgendwie sowas. Das ist ein Spezialtrikot, was nicht jeder bekommen hat. Ich habe es über den deutschen Community-Manager bekommen, indem ich einen Code dafür bekommen habe, um das einzulösen. Also ich habe keine Ahnung, ob ihr da irgendwie hättet rankommen können oder ob ihr da irgendwie rankommen könnt. Ich finde es ganz nice. Ich habe es dann irgendwann aktiviert. Ich wusste nicht, wie es vorher ausschaut. Ich habe es auch als reales Trikot hier. Aber ich wusste nicht, wie es ausschaut. Und es hat mir in-game eigentlich ganz gut gefallen. Vor allem dieses komplette Schwarze. Ja, ist halt relativ simpel, was mir gefällt, aber man kennt's. Und ja, dann habe ich halt gesagt, was kann ich hier mal für ein schönes anderes Trikot nehmen? Weißes. So, das ist meine doch sehr ausgefallenen Wünsche. Das ist klasse, wie der Gegner hier einfach schon mal so... Oh, da habe ich mich jetzt mal ein bisschen verschätzt. Oh, ich hoffe, der ist im Abseits. Ja, ist er auch. Ja, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass ich mich hier nicht zu sehr einlullen lasse von dem Gegner. Wenn er da so lange den Ball da durch die Viererkette laufen lässt. Lass mal einfach mal durch. Komm mal nicht. Außenelastiko bekomme ich auch eigentlich fast immer nur in diesen Spots hin. War eigentlich schön draufgegangen. Weil ich hätte eine schöne Balleroberung sein können. Das ist eine schöne Balleroberung. Können wir gleich einen Doppelpass spielen. Was bei Joao Felix echt eigentlich ganz gut funktioniert hat, wie er teilweise auch brutal schwer vom Ball zu trennen war. Schöner Ball. Auf jeden Fall anspruchsvoll gelöst hier vom Gegner. So, jetzt haben wir eigentlich eine schöne Umschaltsituation. Da wende ich gerne Directed Run an, damit der jetzt hier so reinzieht und es funktioniert perfekt. Nur ich habe halt den Abschluss eigentlich verdattelt und
Sprechen ist auch cool, dass ich... Was heißt cool? Cool ist es jetzt, nicht toll, ne? Aber es ist okay, dass ich den Treffer nicht mache, weil ich habe den Abschluss ein bisschen verdattelt. Sagen wir, da müssen wir ganz ehrlich sein. Ah, ich bin gerade... Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, ich bin gerade total fahrlässig, was die Tore betrifft. Und in dem Moment mache ich dann einen Rabona-Treffer. Weil ich noch Protect the Ball drin hatte. Oder Shielding halt. Haut der da einfach einen Rabona-Schuss raus, der Neymar. Okay, kann man mal so machen. Hatte ich nicht mehr mit gerechnet, dass der überhaupt noch rankommt. Das ist eigentlich ein ganz schlimmer Fehlball, Fehlpass, den er gespielt hatte. Schade, dass dann der Ball von Neymar, glaube ich, nicht ankommt. Na, tut mir aber schwer hier. Jetzt ist endlich mal der Ball da. Ich glaube, das ist ein schöner öffnender Ball und die macht halt die Olofio wirklich sauber gut und rein. Das hat er wirklich mehrfach schon gemacht. Die Dinger ins lange Eck, egal ob im linken oder rechten, schießt er wirklich schön rein. Kein Foul bitte. Danke. Und deswegen hat er mir auch so gut gefallen. Lindelöf bleibt da gut dran. Das war ein scheiß Elastico. Das Foul ist okay. Das kann man mal mitnehmen, weil ansonsten wäre da auf den Außen durch gewesen. Hätte sehr unangenehm werden können. Einfach mal dann das Foul ziehen und entweder bekommt man den Ball oder man unterbricht halt das Spiel. So, Bellerin. Da muss er frühzeitig ja zum Verteidiger wechseln. Macht er jetzt auch. Jetzt kann man den hier spielen. Und was halt Joao Felix ist halt auch, finde ich, auch mit dem linken Fuß so gute Abschlüsse. Teilweise auch richtige stramme Schüsse. Der war jetzt nicht so ganz so heftig platziert, also nicht so heftig von der Kraft her, aber gut platziert. Lol. Einfach mal, ja, komme ich nicht mehr ran. Und dann einfach gechoked. Einfach richtig gechoked in der Verteidigung gerade, weil ich einen Tackle daneben gesetzt habe. Belastend. Bei Joao Felix auf dem Flügel bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ah, bitter. Ah, schön, 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 schön verzögert, bis Neymar frei ist. Na. Wollte ich wieder einen Bridge machen. Komm auch durch zumindest. Toll. Kein Foul, danke. Und das ist der nächste Treffer, das 5:1. Also damit ist, glaube ich, auch dieses Spiel schon entschieden. Gegner kämpft sich aber wacker weiter durch hier. Oder weiter mit. Ja, ich sag mal so, beide Seiten hier maximal effizient. Und in dem Moment verlässt dann der Gegner das Spiel. Ja, das lief soweit gut. Neymar auch dann direkt mit 3 Toren. Und Joao Felix sogar mit 2 Torvorlagen. Also die beiden
scheinen zumindest jetzt auf den neuen Positionen auch nicht komplett unglücklich und deplatziert zu sein. Das war's dann an dieser Stelle. Ich hoffe, wie gesagt, ihr habt noch ein weiteres schönes Weihnachtsfest, je nachdem, wann auch dieses Video jetzt hier online gehen wird. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.